Hallo und herzlich willkommen zum großen Testbericht und Vergleichstest des Asus TransformerPad TF300T und des Asus Transformer Prime alias TF201. Mein Name ist Klaus, ich mache den Testbericht für technophil.de und die beiden Geräte sind fast identisch, haben sehr ähnliche technische Daten. Deshalb macht es Sinn, bei den neuen TF300, den wir hier auf der rechten Seite sehen, in der blauen Ausführung, vor allen Dingen darauf zu achten, wie er sich von dem Transformer Prime hier in der goldenen Ausführung links zu sehen unterscheidet. Zunächst einmal ganz kurz zu den Eckdaten, die gleich oder sehr ähnlich sind. Beides sind Tegra 3 Tablets, also mit einer der schnellsten CPUs, die es für mobile Geräte zurzeit gibt, ausgestattet. Ein Quad-Core-Prozessor, der sogar noch einen fünften Prozessorkern dazu hat, der für besonders energiesparendes Arbeiten bei wenig anspruchsvollen Aufgaben gedacht ist. Es ist ein 10-Zoll-Display vorhanden bei beiden mit einer Auflösung von 1280 x 800 Punkten, also die derzeit noch Standardauflösung für Android-Tablets. Die Full-HD-Auflösung kommen ja jetzt erst langsam auf den Markt. Da soll auch noch ein Nachfolger des Prime kommen, der das dann bietet, das Infinity. Sie bieten beide die Option eines Tastaturdocks, beziehungsweise sind zurzeit beide nur entweder in einer, also das Prime ist in einer größeren Speicherausstattung zu erhalten, zurzeit sehr schwierig zu bekommen als 64 GB ohne Dock, finde ich aber auch relativ uninteressant, weil die 32 GB Variante ist vom Speicher sicherlich völlig ausreichend, zumal erweiterbar, und das Tastaturdock finde ich im Vergleich zu dem Mehrspeicher die sehr viel interessantere Option. Das nur am Rande. Das TF300 kommt gerade auf den Markt, ist bisher nur in der blauen Variante, das ist so ein ganz dunkles Blau, fast schwarz, erhältlich kommt dann auch mit dem Tastaturdock. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Asus zurzeit noch, es soll demnächst Konkurrenzgeräte auch mit so einer Tastatur geben, zurzeit nur bei Asus. Ja, soweit zu den Ähnlichkeiten, man sieht auch schon optisch, ist da sehr viel identisch eigentlich dran. Technische Ausstattung auch. Kommen wir ein bisschen zu den Unterschieden. Der wesentliche Unterschied ist natürlich das Gehäuse. Ich klappe mal zu, dann kann man die Rückseite schön sehen. Da sieht man den Unterschied besonders stark. Das Asus Transformer Prime in einem schicken, mit so einem Rundschliff versehenen Alu-Gehäuse. Sehr flach gebaut, sehr edel, ein richtiges Schmuckstückchen. Das TF300 ist die vergünstigste Variante, die kostet ziemlich genau 100 Euro weniger derzeit, wobei sich da andeutet, dass hier schon schneller Preissenkungen noch kommen werden als beim Prime. Ist aus Kunststoff gearbeitet, sieht sehr ähnlich aus, hat auch so ein rundes Muster drauf, was ähnlich changiert, wenn man gegen das Licht das bewegt. Mal hier so ein bisschen gucken. Ist allerdings halt in das Plastik hineingeprägt. Dementsprechend spürt man das auch, wogegen das Transformer Prime dann glatt ist. Das Kunststoffgehäuse ist zudem ein bisschen dicker. Man kann das hier sehen. Ich werde das gleich auch nochmal versuchen, etwas deutlicher in einer anderen Perspektive zu zeigen. Ist interessanterweise auch ein bisschen schwerer. Ich habe es nachgewogen. Es ist tatsächlich ein Stückchen schwerer als das Metallgehäuse, obwohl auch der Akku, der da drin ist, ein klein wenig kleiner und dementsprechend auch physikalisch wirklich kleiner, leichter sein sollte. Machen wir es nochmal auf, schauen wir nochmal die Geräte beide an. Was haben wir weiter für Unterschiede? Ein Unterschied, den sieht man nicht, den wird man hoffentlich nie sehen, nämlich das TF300 hat kein Gorilla-Glas, so wie das Prime. Gorilla-Glas ist ein extrem kratzfestes und stabiles Glas. Das könnte ich jetzt nur testen, wie groß der Unterschied wirklich ist, indem ich hier mal mit dem Messer oder einem Schlüsselbund dran gehen würde. Beim Gorilla-Glas, glaube ich jetzt mal den Testberichten, die ich auch im Internet gesehen habe, dass man da so etwas problemlos machen kann. Da sehe ich Leute, die einen Apfel auf einem Tablet zerschneiden oder mit Nägeln, Schlüssel ein Möglichen drauf rumkratzen. Das scheint wirklich nahezu unzerkratzbar zu sein. Also hier hat Asus neben dem Kunststoffgehäuse, dem etwas kleineren Akku, auch an dem Display gespart. Zudem auch am Display selber. Im Transformer Prime gibt es ein IPS Plus Display. Dieses Plus steht dafür, dass man es besonders hell schalten kann. Im Moment sind beide im Automodus. Ich drehe die jetzt einfach mal auf die maximale Helligkeit, die man hier machen kann. Nun gibt es hier beim Prime zusätzlich noch diesen kleinen Button hier links davon. Das ist sehr schön in die Konfigurationsmöglichkeiten integriert von Asus.
mit dem ich dann nochmal so ein Turbo quasi einschalten kann, mit dem das Tablet dann nochmal ein Stück heller wird. Das kann man, denke ich, jetzt relativ schön sehen im Video. Das ist vor allen Dingen draußen, wenn man im strahlenden Sonnenschein das Tablet benutzen will, eine ganz praktische Sache. Ansonsten bisher bin ich mit dem TF300 noch nicht an die Grenzen der Helligkeit gestoßen, dass ich gesagt habe, boah, das ist jetzt nicht hell genug. Da müsste man also wirklich raus in die Sonne, damit das spürbar wird. Ich schalte mir jetzt mal, damit das nicht die ganze Zeit so extrem unterschiedlich aussieht, hier wieder IPS Plus aus. Was man aber hoffentlich auch auf dem Video erkennen kann, ist schon ein gewisser Helligkeitsunterschied und auch ein bisschen andere Farben. Ist jetzt durch den Blickwinkel etwas schwierig hier zu erkennen, aber es ist tatsächlich so, dass das Display des Prime noch ein klein wenig strahlender und ein bisschen knackigere Farben hat. Ich werde das versuchen, später nochmal in einer anderen Videosequenz ein bisschen besser herauszuarbeiten. Was haben wir weiter für Unterschiede? Die CPU ist zwar die gleiche, beides Tegra 3, wie gesagt, das schnellste oder mit das schnellste Teil, was man im Moment so in mobilen Geräten bekommen kann. Es ist Prime allerdings einen Tacken höher getaktet. Hier geht es bis maximal 1,3 GHz, in dem TF300 bis 1,2 GHz. Wobei beide, glaube ich, nochmal in speziellen Modi, wenn nur ein Kern intensiv genutzt wird, nochmal ein Stückchen höher schalten können. Das ist nominal, sind das ungefähr 8% mehr an Taktfrequenz, an maximaler Taktfrequenz, die das Prime machen kann. Ich habe es nachgeguckt mit dem AnTuTu-Benchmark. Ich bin sonst gar kein Benchmark-Freund, aber hier war das mal interessant, wie stark sich das auswirkt. Es kommen davon so 5-6% ungefähr Benchmark-Leistung Unterschied raus. Das ist etwas, was man im realen Betrieb sicherlich nie spüren wird, zumal beide Geräte so in dem Standard Sachen wie hier auf dem Bildschirm ein bisschen rumscrollen oder im Internet browsen und hin und her scrollen sehr, sehr flüssig sind. Ich denke, auch selbst bei leistungsanspruchsvollen Spielen wird man den Unterschied von diesen 5-6%, die der Prozessor im Maximalbetrieb hat, vermutlich nie merken. Sei nun, man hat vielleicht ein Spiel, was gerade eben so auf dem Prime noch flüssig läuft, auf dem TF300 nicht. Ja, soweit zu den Unterschieden. Einen Unterschied gibt es noch, das TF300 hat den neueren Bluetooth-Standard, Bluetooth 3.0. Beim Prime ist es Bluetooth 2.1. Ich denke, das ist kein großer Unterschied, aber man sieht, dass Asus in Details auch weitergearbeitet hat und in manchen Punkten das TF300, auch wenn es eine günstigere Variante ist, ein bisschen weiterentwickelt wurde. Wir werden noch ein paar mehr sehen. Ja, große Frage jetzt. All diese Punkte, wie stark wirken die sich auf den täglichen Umgang mit so einem Tablet aus? Ist das Ding ein guter Ersatz oder eine gute Option für den Prime? Oder muss man sagen, nee, da ist zu viel gespart worden, das macht jetzt gar keinen Spaß mehr damit. Eins kann ich schon vorwegnehmen, Spaß machen tut das Teil auf jeden Fall. Ich denke, man kann so gut wie alles, man kann wirklich alles, was man mit dem Prime machen kann, kann man auch mit dem TF300 machen. Es gibt sogar ein paar Punkte, die das besser kann. Da kommen wir aber später noch im Detail zu. Ja, gucken wir uns nochmal das Gehäuse ein klein bisschen an. Ich nehme mal hier den TF300 aus seiner Halterung raus. Wie gesagt, ich hatte es eben schon gezeigt, dieses Kunststoffgehäuse mit der Riffelung hier. Ah, einen Unterschied habe ich jetzt bisher unterschlagen, den kann man hier oben erkennen. Die Kamera, beide haben eine 8-Megapixel-Kamera, aber das TF300 hat keinen Blitz. Bei dem Prime, ich hole das auch mal aus dem raus, sieht man hier neben das kleine Blitzchen. Man sieht auch direkt, dass das Gerät relativ fingerabdrucksempfindlich ist, wie die Displays natürlich sowieso, die habe ich eben nochmal gründlich sauber gemacht, aber diese Aluminiumrückseite ist doch sehr empfindlich. Zum Gehäuse. Die Gehäuse sind rundherum wirklich identisch aufgebaut. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass das gleiche Mainboard innen drin sitzt. Wir haben alle Bedienelemente, den einen Ausschalter, die Lautstärkewipple, den HDMI-Port, den Slot für Micro, SD-Karten, Speicherkarten, hier unten die Anschlüsse für das Dock, auf der anderen Seite dann den Lautsprecheranschluss. Es ist alles exakt an der gleichen Stelle. Das geht sogar so weit, dass man das Prime in den Dock des TF300 hineinstecken kann, was aufgrund der unterschiedlichen Gehäusedicke nicht perfekt funktioniert, aber es macht Klack, es macht Pim, das heißt der Beep, das heißt, das Gerät hat erkannt, dass es im Dock drin steckt, hier kommt auch das entsprechende Modul,
Man kann das Mauspad, das Trackpad benutzen und auch Tastatureingaben machen. Hier wird jetzt, wenn man auf dem Desktop ist, automatisch die Suche gestartet. Das tut es. Es wackelt allerdings extrem stark, weil halt das Prime ein gutes Stück dünner ist. 1,6 mm sind das ungefähr. Das würde ich nicht wirklich so benutzen wollen. Das kommt mir ein bisschen wackelig vor und ich glaube, auf die Dauer täte es dann den Geräten nicht unbedingt gut, so eine lose Verbindung da nur einzugehen. Ansonsten ist bei beiden Geräten diese Steckverbindung wirklich ganz toll gemacht. Hier ist so ein ganz klein bisschen wie so ein Vlies drin, dadurch rutscht das da sehr weich und ohne das Gehäuse zu zerkratzen rein. Rastet dann schön mit einem deutlichen Klack ein. Also das hat Asus, finde ich, sehr schön gelöst. Dieser Steckmechanismus ist zurzeit sowieso noch einmalig auf dem Markt, aber auch wirklich gut gelöst. Da wird so schnell keine Konkurrenz kommen, die da was dran besser machen kann. Beide haben in dem Zusammenhang auch eine kleine Macke. Da hat sich Asus nichts Neues ausgedacht, nämlich, wenn wir das mal hier rumdrehen, ich hoffe, man kann es auf dem Video gut erkennen jetzt, wenn man das hier hochklappt, dann sieht man, dass es sich hinten ein bisschen hochbockt. Und zwar ab jetzt. Kann man hier sehen, hier der hintere Teil der Tastatur kommt so ein bisschen hoch. Das Gerät steht dann hinten auf diesem Wulst hier von dem Gelenk, was das Display hält. Hier sind zwar so Füße angedeutet, die sind aber aus dem gleichen Material wie die Halterung. Das ist hier sogar Metall, selbst bei der günstigeren Variante. Dadurch steht das Gerät so ein bisschen rutschig hier hinten. Die Gummifüße vorne haben dann so ihre liebe Mühe, das Gerät am Verrutschen zu erhalten. Das ist ein bisschen schade, weil wenn man es zuklappt, dann steht das total rutschfest, hat sehr schöne vier Gummifüßchen rundherum. Nur benutzt man es natürlich so weniger, benutzt es im Aufklappenzustand. Also ein kleiner Schönheitsmangel, den Asus leider jetzt hier nicht behoben hat. Ich denke, da hätte einfach auch irgendwie eine Gummischicht auf diesen Wulst hinten gehört, damit das etwas stabiler steht. Kommen wir zu kleinen weiteren Unterschieden, die das Gehäuse aufweist. Das TF300 ist wie gesagt ein wenig dicker und es ist auch ein wenig rundlicher gebaut. Hier ist so eine etwas, dieser Teil des Gehäuses ist etwas dicker und geht dann etwas plötzlicher sozusagen rund, wogegen das Prime hier relativ spitz zuläuft. Das hat hier eine fast schon scharfe Kante, also nicht wirklich scharf, die ist auch abgerundet. Aber ich muss sagen, wenn man das so in der Hand hält, ist das auf die Dauer, vor allen Dingen, wenn man hier unten die Kante, je nachdem wie man so sitzt, längere Zeit so im Handgelenk liegen hat, das mache ich irgendwie instinktiv oft so, dann fühlt sich das relativ schnell ein bisschen unangenehm an. Nicht wirklich schlimm, aber das TF300 fühlt sich da durchaus angenehmer an. Auch die 50 Gramm mehr Gewicht und das etwas mehr Volumen, also das etwas dickere des Gehäuses, ändern das nicht, dass das TF300 im Prinzip angenehmer in der Hand liegt. Finde ich schon mal sehr erstaunlich bei einem Gerät, was ja eher als die günstigere Variante, ich wollte jetzt fast schon Low Cost sagen, aber es ist ja immer noch ein sehr hochwertiges Gerät mit einer sehr hochwertigen Technik drin. Beim Thema hochwertig, da das vielleicht nochmal hinzuzufügen, es fühlt sich auch wirklich sehr, sehr qualitativ gut an. Wenn man jetzt das Prime nicht als Vollmetallgehäuse daneben hätte, würde man auch denken, wow, das ist richtig Premium, das ist richtig eine schicke Sache. Ein kleines Detail, was beim Prime und auch beim TF300 nicht optimal gelöst ist, ist der Lautsprecher. Der sitzt hier rechts unten, also wenn man von vorne drauf guckt auf der rechten Seite, hier ist er in so einem kleinen Schlitz ausgebildet. Beim Prime kann man das hier sehen in so einem leicht gelochten Feld. Das ist eine super ungünstige Position. Zum einen natürlich nur ein Lautsprecher und der auch noch auf der Seite ist für jetzt tolle Filme zu gucken, Stereoeffekte oder ähnliches. Natürlich nicht toll. Zudem ist das auch noch genau die Position, wo man mit der rechten Hand das Tablet hält, wenn man es so in beiden Händen festhält. Damit deckt man dann den Lautsprecher ab, beziehungsweise verändert den Schallfluss sehr, sehr stark. Manchmal, wenn man die Hand so ein bisschen weiter weghält, kann man es sehr viel lauter klingen lassen, weil der Schall in die eigene Richtung reflektiert wird. Manchmal dämpft man den total ab. Das ist relativ ungünstig gemacht, finde ich persönlich nicht extrem schlimm, da ich eh keine langen Spielfilme auf diesem Tablet gucken möchte. Dafür ist es dann doch irgendwie zu klein, dafür hat man einen Fernseher. Für jetzt die gelegentlichen YouTube-Videos oder ein bisschen Hintergrundbeschallung bei Spielen und sowas
tut es das auch völlig. Ist jetzt, ja. Aber das hätte man bei so einem schicken Tablet ruhig ein bisschen schöner lösen können. Etwas weiter oben vielleicht zwei Lautsprecher. Das wäre dann noch ein Tick besser gewesen. Einen weiteren kleinen Vorteil hat das Gehäuse und den möchte ich euch jetzt mal kurz in einer anderen Kameraeinstellung zeigen. Wir haben nämlich bei beiden Geräten den Micro-SD-Kartenanschluss hier an der linken Seite. Beim Prime steckt hier nochmal ein kleiner Dummy drin, der farblich zum Tablet ist, ausgestattet ist, also so ein bisschen lackiert ist und der, wie man schon merkt, so ein bisschen fummelig auch rauszubekommen ist. Na? Hier kann man ihn nochmal sehen. Da hatte also Asus ein Stück Plastik in der Form einer SD-Karte, einer Micro-SD-Karte reingesteckt, wo die Oberkante auch so golden bzw. bei diesem lila-grauen Modell entsprechend in der Farbe lackiert ist. Man kann es hier vielleicht schon so ein bisschen erahnen, ja, man kann es wahrscheinlich nicht gut erkennen auf dem Video. Das Ding ist ziemlich stark abgerundet, weil halt hier diese Kante so flach ist, was normale SD-Karten halt nicht sind. Und ich will das jetzt mal mit einer richtigen Micro-SD-Karte zeigen. Hier haben wir eine. Wenn man die da jetzt reinsteckt, dann hat man da so einen etwas unschönen Knubbel. Ja, das muss man wieder mal rausfinden, wie rum. Ich mache das nicht alle Tage. Hallo. Das ist, da habe ich auch schon Einschübe für Speicherkarten erlebt, die irgendwie einfacher funktionieren. Ich weiß nicht, warum das hier so fummelig ist. Ich kriege es gerade kaum hin. Ich will es ja auch nicht mit Gewalt machen. Hätte ich besser mal eben darauf geachtet, wie rum ich das Teil vorher eingeschoben habe. Tja, beim Versuch euch zu zeigen, dass bei dem Transformer Prime die SD-Karte so ein bisschen schwer manchmal reingeht und vor allen Dingen dann immer so ein Stück rausguckt, da das Gehäuse hier so stark abgeflacht ist, ist mir jetzt leider ein ganz blödes Malheur passiert. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video noch ganz gut erkennen kann. Ich habe nämlich meine SD-Karte anscheinend jetzt dauerhaft im Prime versenkt. Die Kamera kriegt das irgendwie nicht scharf gestellt, leider. Ich kriege es im Moment nicht raus. Ich werde das später nochmal in Ruhe versuchen. Mir ist schon das Gehäuse ein bisschen zerkratzt. Sehr ärgerlich. Aber normalerweise würde hier über dieser schrägen Kante hinweg dann immer so ein kleiner Knubbel rausgucken, was ziemlich so ein klein bisschen störend ist. Manche Leute regen sich ja ziemlich drüber auf. Das ist beim TF300 geschickter gelöst. Dadurch, dass das Gehäuse halt etwas dicker und etwas stärker abgerundet ist, verschwindet die SD-Karte praktisch genau bündig hier drin. Zudem ließ sie sich hier auch einiges einfacher einführen und wieder rausholen. Da ist beim Prime irgendwie die Mechanik, dieser Einschub nicht optimal gelungen. Oder vielleicht bin ich einfach zu grob motorisch. Anscheinend habe ich es mir jetzt kaputt gemacht. Ärgerlich. Gut, machen wir weiter. Vergleich der Gehäuse sind wir, denke ich, soweit rund. Das Kunststoffgehäuse ist, wie gesagt, kein großer Beinbruch. Liegt eher besser in der Hand und war sicherlich ein nicht unwesentlicher Faktor bei der Kostenersparnis von 100 Euro. Also insofern muss ich sagen, gut gemacht Asus, da habt ihr, finde ich, an der richtigen Stelle gespart. Das Prime ist natürlich immer noch eine sehr schicke, edle Sache, das kann man, muss man nicht unbedingt auf ein Level stellen, das ist eher so ein bisschen die Premium-Geschichte und das dann das Mittelklasse-Gerät, würde ich mal sagen. Wie wir hier ganz gut erkennen können, baut die Tastatur des Prime flacher als dieses TF300. Man kann das hier vorne erkennen, vor allem nach vorne hin steht das TF300 weiter hoch. Das steht quasi waagerecht auf der Oberfläche, während das Prime nach vorne hin langsam absinkt. Man kann das hier sehen, dass dann hier so die Kante immer stärker sichtbar wird vom TF300. Wenn wir ein bisschen wegschieben, können wir noch einen zweiten Unterschied sehen. Nämlich die Vertiefung für die Chiclet-artigen Tasten hier, die geht bis zum Rand durch, während beim Prime hier hinten nochmal so ein kleiner Rand ist. Das ist also eher wie so ein kleines Becken, was so rundherum umrandet ist. Wer schon mal versucht hat, irgendein Fussel, ein Haar oder sowas aus so einer Tastatur rauszukehren oder rauszupusten, wird die Idee vielleicht gar nicht schlecht finden, dass das hier an der Seite offen ist. Da kann man das einfach besser zur Seite rauswischen. Könnte theoretisch auch dafür sorgen, dass jetzt im zugeklappten Zustand hier durch diesen kleinen Schlitz, der da frei bleibt, schon mal eher noch ein Dreck oder sowas dazwischen kommt.
Das kann aber sowieso passieren, da die Dinger ja keine Dichtung außenrum haben und auch nicht einrasten, wenn sie zugeklappt sind. Die sollte man, wenn man sie irgendwie in der Tasche mitschleppt, eh nochmal in eine Hülle, in eine Schutzhülle stecken. Ich hatte ja auch schon mal eine Hülle, mit der ich persönlich ganz zufrieden bin, die Elecom Zero Shock vorgestellt. Die passt selbstverständlich auch zum TF300. Diese 1,6 mm, die das dicker ist, die machen da den Braten nicht fett. Die passen locker noch in so eine Hülle rein. Ja, wo wir gerade bei den Details des Gehäuses sind, hier nochmal die Seitenansicht des Gehäuses. Da sieht man schön den Lautsprechergrill des Prime. Hier kann man das etwas rundlicher gestaltete und etwas dickere Gehäuse des TF300 dann im Vergleich sehen. Und gehen wir noch bis zum Lautsprechergrill des TF300 weiter vor, der halt als Schlitz ausgelegt ist. Dem Klang macht das keinen großen Unterschied. Wie eben schon gesagt, die Positionierung ist da einfach ungünstig, nicht gerade optimal. So anders herumgedreht, auf den Rücken gelegt, Displayseite nach oben, kann man etwas besser noch erahnen, dass da ein gewisser Dickenunterschied ist. Aber man sieht auch direkt, das ist nicht die Welt. Das sind natürlich marketingmäßig wichtige Unterschiede, wo man sich auch gegenüber dem iPad natürlich immer wieder gerne abgrenzt, dass das Prime eines der flachsten Tablets der Welt ist. Nicht mehr das flachste, das Toshiba AT200 ist ja noch flacher. Aber man sieht schon, da ist ein Unterschied. Aber kein riesiger. Schauen wir mal, ob wir von hier aus direkt auch die Displayqualität so ein bisschen beurteilen können. Man sieht hier von einem sehr flachen Winkel, da tut sich fast gar nichts. Das sind eher die Spiegelungen, die jetzt hier stören, das Bild gut zu beurteilen. Also ist nicht blickwinkelabhängig. Beide Displays sind da sehr gut. Man kann es hier jetzt ganz gut erkennen, dass das Prime, das jetzt hier unten liegt, ein wenig heller ist, obwohl sie jetzt beide auf der maximalen Helligkeit eingestellt sind. Auch im Automatikmodus wirkt es immer ein wenig heller, ein wenig strahlender. Die Farben sind ein bisschen kräftiger beim Prime. Machen wir nochmal den anderen Blickwinkeltest. Jetzt hier runtergehen. Bei beiden wirklich super Werte. Da braucht man nicht unbedingt jetzt ein Super AMOLED oder ähnliche Displays, die das noch einen Tick besser können. Blickwinkelabhängigkeit ist nun wirklich kein Problem der Asus Displays hier. So, kommen wir zu einem Punkt, wo sich das Plastikgehäuse durchaus positiv auswirken könnte. Das möchte ich jetzt gerne mit euch zusammen überprüfen, beziehungsweise euch demonstrieren. Ich habe jetzt den Wi-Fi Analyzer gestartet, also ein WLAN-Analyse-Tool, was mir die Empfangsqualität anzeigt. Ich bin gerade hier im Nachbarraum zu dem Zimmer, wo unsere Fritzbox als WLAN-Access Point steht. Hier ist der Empfang relativ gut. Dafür, dass es der Nachbarraum ist, schon erschreckend schlecht, was wohl daran liegt, dass da zwischen eine Kaminwand und auch ein Kaminofen steht. Man sieht hier, das schwankt so ein bisschen in der Anzeige, aber man kann schon erahnen von der Tendenz her, dass Transformer Prime mit seinem Metallgehäuse hier auf der linken Seite hat ein wenig mehr Probleme mit dem WLAN-Empfang oder hat einen etwas schwächeren WLAN-Empfang. Ich will hier noch nicht von Problemen reden, als jetzt das TF300. So, hier sind wir jetzt in einem anderen Raum. Das ist ein Anbauzimmer, das so mit der entfernteste Punkt von dem WLAN-Router hier bei uns zu Hause darstellt. Da habe ich mit allen möglichen Laptops, die ich bisher ausprobiert habe, Dell, Samsung, hochwertige Geräte, auch mit meinem Smartphone, noch nie WLAN-Empfang drin gehabt. Deshalb fand ich bisher immer so die Vorwürfe, dass Transformer Prime hätte keinen sonderlich guten WLAN-Empfang, unberechtigt, weil der durchaus vergleichbar ist mit dem Dell-Laptop zum Beispiel, den ich für die Arbeit auch nutze. Aber das TF300 ist offensichtlich wirklich besser, weil in diesem Raum hier, der die ungünstigsten Bedingungen für mich der Negativ-Testraum sozusagen für WLAN-Empfang darstellt, habe ich, wie man hier sehen kann, auf der rechten Seite mit dem TF300 noch WLAN-Empfang. Es ist nicht toll, es ist so an der Untergrenze, aber es funktioniert noch. Ich kann noch ins Internet reinkommen hier. Wogegen ich beim Prime hier in diesem Raum keinen Empfang reinkriege. Unmöglich, Ding der Unmöglichkeit. Wenn wir mal zum Browser rüber wechseln, bedeutet das halt diesen recht wesentlichen Unterschied. Na, was habe ich jetzt hier gemacht? Dass ich zumindest theoretisch hier noch browsen kann. Es geht zwar langsam, aber es wird eine Seite geladen. Jetzt will er gerade nicht so richtig.
ist auch gerade ein bisschen abgesagt, je nachdem, wo ich stehe. Also es ist schon grenzwertig hier, es ist wirklich der Grenzwert-Test in dem Moment gerade. Aber ich habe hier tatsächlich gestern sogar ein kurzes YouTube-Video angucken können, nur in der niedrigsten Auflösung dann und ein bisschen schon mal mit Aussetzern. Aber man kann definitiv noch WLAN benutzen. Es ist definitiv ist die WLAN-Reichweite größer und hier, tada, sehen wir dann tatsächlich auch die Technophil-Seite hier vom Unboxing des Gerätes. Warum jetzt der Prime auf dem Video links so stark flackert und das andere Gerät nicht, das ist mir nicht ganz klar. Ich drehe den jetzt mal einfach rum. Ändert das was? Das ist jedenfalls, das ist ein Effekt, wo anscheinend Videokamera und Display sich nicht so hundertprozentig vertragen. Das ist jetzt nichts, was in der Realität auch so aussehen würde. Das ist nur auf dem Video so. Selbst so flackert es eigenartig. Gut, genug hiervon. So, noch ein Ortswechsel. Wir sind jetzt hier draußen. Ich will versuchen, einen GPS-Test zu machen. Leider sind die Lichtverhältnisse ungünstig. Es ist zwar kein Sonnenschein, aber trotzdem recht hell. Und ich möchte ja auch nicht in Schatten gehen, weil ich dann auch die GPS-Satelliten abschatten könnte. Ich hoffe, man kann auf den Displays noch genug erkennen. Ich habe jetzt übrigens unfairerweise das Prime in den IPS-Plus-Modus geschaltet, weil ich gemerkt habe, dass dieses Flackern, was man eben beim Wi-Fi-Test sehen konnte, verschwindet, wenn man auf den IPS-Plus-Modus geht. Womöglich ist das Dimmen runter in den normalen Modus der helleren Beleuchtung, die dann dieses Flackern im Video erzeugt. Mit menschlichen normalen Auge sieht man kein Flackern, also keine Sorge. So, kurzer Zeitvergleich, ich habe hier unten die Infoboxen offen, 10.55 Uhr, gerade 56 umgesprungen auf beiden. Starten wir den GPS-Test möglichst gleichzeitig auf beiden. Na? Naja, ich muss erstmal dieses Ding wegticken. Jetzt ist blöderweise auf dem Prime noch der Splash-Screen aktiviert. So, ich denke, man kann so vage was erkennen. Im Moment kann man vage erkennen, dass noch nichts passiert. Und wenn wir jetzt mal einen Momentchen schauen. Ah, da sieht man schon die ersten zwei Satelliten beim TF-300. 4 und immer mehr. Aber, oho, oho, aha, selbst beim Prime sehe ich jetzt Satelliten. Das ist ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich das überhaupt selber sehen kann. Ich bin jetzt auch gerade noch im WLAN-Empfangsbereich. Beide Tablets sind zurzeit... Nö. Das Prime ist nicht mit dem WLAN verbunden. Ich gucke hier nochmal explizit nach. Keine Internetverbindung. Und was sagt das TF-300? Das TF-300 ist allerdings schon mit dem Internet verbunden. Hat da also nochmal einen großen Vorteil, weil es AGPS nutzen kann, um sich Informationen zu den Satelliten zu laden. Wir sehen aber schon relativ deutlich jetzt, kann man das erkennen? Ich denke schon. Kann ich die Bilder nochmal irgendwie abschatten? Nee. Dass das TF-300 eine ganze Reihe Satelliten mehr empfängt. Aber interessanterweise ist der Unterschied nicht so groß, wie ich gedacht hatte. Im Moment wird sogar eine geringere Genauigkeit beim TF-300, was hier auf der rechten Seite übrigens liegt, angegeben als beim Prime. Erstaunlich. Ich habe bisher noch nie eine GPS-Peilung mit dem Prime hinbekommen. Sprich, der Test ist jetzt so ein bisschen in die Hose gegangen. Wir sehen leider keine großen Unterschiede. Dabei soll es wohl wirklich so sein, dass tatsächlich das TF-300 einen deutlich besseren GPS-Empfang hat. Beim Prime ist es ja sogar so, dass Asus schon vor Monaten das Feature GPS aus den Spezifikationen entfernt hat und mittlerweile sogar an alle Käufer des Prime, ich glaube noch bis Ende Mai, kostenlos einen GPS-Dongle verschickt. Der wird dann hier unten an den Docking-Anschluss dran geschlossen. Der sieht relativ, sieht diesen, dem Dock-Teil, der zu der Tastatur gehört, sehr ähnlich, also diesen beweglichen Teil, der den Klappmechanismus darstellt. So ähnlich sieht das Teil aus, also relativ wuchtig groß, geht über eine große Hubs, ein großes Stück hier der Breite des Gerätes, also nichts wirklich, was man ewig drauf haben will. Apropos dieser Anschlüsse, wir haben ja hier diese Löcher unten drin, diese Aussparungen für das Mobile Dock, da unten den Connector. Da waren beim Prime so ganz eigenartige Gummistöpsel dabei. Hier diese beiden kriegt man unglaublich schwer raus. Ich hatte da den Tipp mit der Stecknadel oder der aufgebogenen Büroklammer mal
veröffentlicht. Natürlich aufpassen, dass man nicht zu weit reinsticht, dass man nicht womöglich irgendwo in die Elektronik reingerät. Und hier war auch so ein komischer Gummibömpel drauf, der da nach oben ganz weit überstand. Die hat man sich beim TF300 netterweise direkt gespart, weil die waren einfach nur nervig. Ein anderer Unterschied nochmal zu den Gehäusen. Ich hatte das in meinem Unboxing oder im Text zum Unboxing schon erwähnt, dass der eine Ausschalter des TF300 deutlich besser zu erreichen ist, besser funktioniert. Das stimmt schon, allerdings funktioniert das schon zu gut. Das kann man sehr schön hier jetzt dann drin demonstrieren, wenn ich die beiden Geräte nebeneinander lege. Patsch, da ist es schon passiert, ohne dass ich es wollte. Das TF300 ist ausgegangen, weil ich hier mit dem Prime da unten dagegen gedrückt habe. Wenn ich nochmal ein bisschen dagegen drücke, habe ich jetzt den Lockscreen, kann wieder unlocken. Das ist natürlich nicht so günstig, ne? Wenn man das jetzt, mir ist es auch schon passiert, auf eine Fensterbank gelegt, gegen das Fenster geschoben, aus Versehen, patsch, ging das Ding auf einmal aus oder an. So sollte es eigentlich nicht sein, da ist das bei dem Prime dann letztendlich dann doch vielleicht die bessere Lösung. Der Taster sitzt so ein bisschen sehr tief und muss so einen Fingernagel eigentlich schon drauf drücken, um den auszulösen. Ist manchmal etwas fummelig, aber vielleicht ist es dann doch besser, fummelig ein Ausschalten als ungewollt ein Ausschalten. Mir ist es sogar schon passiert, dass das TF300 mit diesem Dialog hochkommt, wollen Sie wirklich das Gerät herunterfahren, obwohl ich nicht bewusst länger auf die Taste gedrückt habe. Zum Glück kommt diese Nachfrage nochmal, sonst hätte ich das Ding womöglich schon ein paar Mal neu gebootet, ohne es zu wollen. So, kommen wir langsam aber sicher zum Ende bzw. zum Fazit des Vergleichstests zwischen dem Asus Transformer Prime und dem TF300. Ich hatte ja anfangs gesagt, die Fragestellung ist für mich vor allen Dingen die, hat Asus an den richtigen Stellen gespart, ist das TF300 tatsächlich eine günstigere Variante des Prime, die es trotzdem mit dem Gerät aufnehmen kann. Die technischen Specs sind ja sehr ähnlich. Und ich muss sagen, auf jeden Fall sogar mehr als das. Denn in manchen Punkten gefällt mir das TF300 sogar besser als das Prime. Klar, Prime hat dieses edlere Alu-Finish, vor allem wenn die Geräte zuklappen. Der Rücken, der kann entzücken beim Prime. Staub ziehen sie beide ganz gut an. Das TF300 ist aber auch durchaus schick gestaltet. Und auch gut kratzempfindlich, sehe ich gerade. Eben auf dem Gartentisch ein bisschen hin und her gerutscht und schon haben wir einen Kratzer dran. Au, au. Nochmal, das Prime ist mit seinem Alugehäuse und der etwas flachen Bauart natürlich das etwas schickere, das stylischere Gerät. Dagegen hat das TF300 aber ein paar praktische Vorteile, die mich fast auf das Gerät neidisch werden lassen als Prime-Besitzer. Also ich werde jetzt deshalb mein Prime sicherlich nicht zurückgeben und mir ein neues TF300 kaufen. Aber wenn ich heute die Entscheidung treffen müsste, gebe ich 499 Euro für dieses Gerät aus oder 100 Euro mehr, 599 Euro für dieses Gerät, das mittlerweile endlich auch ganz gut verfügbar ist in Deutschland. Das hat immerhin 5 Monate gedauert seit Marktstart. Dann würde ich, denke ich, zum TF300 greifen. Die 100 Euro sind auch hart verdientes Geld. Und für das etwas schickere, stylischere Gehäuse, das hoffentlich kratzfestere Display, ich will das bei beiden Geräten nur ungern jetzt wirklich auf die Probe stellen, das etwas hellere Display, den Tick mehr Prozessorleistung, wobei das wirklich man wahrscheinlich außer in einem Benchmark nie feststellen wird, und dem Tick mehr Akkuleistung, würde ich nicht 100 Euro mehr ausgeben wollen, sondern stattdessen lieber das etwas günstigere Gerät nehmen, dafür auch den besseren WLAN-Empfang, der mir hier im Haus an ein, zwei Orten noch WLAN-Empfang ermöglicht, wo ich ihn mit dem Prime nicht mehr habe, auch mit anderen Geräten nicht habe. Also wirklich sehr gute Empfangsleistung finde ich für das TF300, zumindest im Vergleich mit all den Geräten, die ich so habe als Referenz. Und auch die zumindest theoretisch bessere GPS-Leistung. Ich habe es ja eben versucht zu zeigen und witzigerweise hat das Prime dann auch sehr gut abgeschnitten oder das erste Mal überhaupt vor meinen Augen ein Signal empfangen, GPS. Trotzdem diese Vorteile und auch das etwas rundlichere, handschmeichelndere Gehäuse würde ich gerne nehmen für 100 Euro weniger. Also definitiv eine Kaufempfehlung. Ich bin gespannt, wie Asus das mit dem Prime weiter vorgehen wird. Es kommt ja demnächst das Infinity Pad, das TF700. Was dann wiederum dem Prime sehr ähnlich ist, allerdings ein Full-HD-Display hat, also nochmal deutlich mehr Pixelauflösung, eine deutlich feinere Auflösung, sodass man
bei dem Display, wo man jetzt schon kaum einzelne Pixel erkennen kann, nochmal etwas mehr Schärfe, etwas mehr Detailtreue bei Grafiken, Text und sowas rausholen kann. Ich habe so den Verdacht, dass das Prime dann langsam aber sicher auslaufen wird, weil ich sehe im Moment nicht, wo marketingmäßig Platz zwischen diesem wirklich super Gerät und dann einem Top-Gerät mit Full-HD-Display, also dem Infinity, noch sein soll. Zumal das Infinity angekündigt ist, einziger Preis, den mir bisher bekannt ist, ist für die 64 GB-Variante ohne Tastatur für 599 Euro. Das ist exakt der gleiche Preis, den das Prime in dieser Ausstattungsvariante kosten würde, wenn man ihn zurzeit bekommen würde. Auch das vielleicht schon in Indiz, dass zumindest die 64 GB-Variante von Prime langsam auslaufen wird. Mag aber auch einfach sein, weil das Interesse an dem Gerät geringer ist, dass der da also es nicht so große Mengen von produziert. Ich tippe mal so ein bisschen darauf, dass das Prime in einem halben Jahr vielleicht ungefähr so langsam von der Bildfläche verschwinden wird. Eigentlich schade, weil das Design, dieses konzentrisch geschliffene Aluminium hier hinten, das gefällt mir schon sehr gut. Ist hier recht geschickt in Plastik gegossen, das Ganze. Auch ein durchaus ansehnliches Gehäuse. Wie gesagt, auch mit ein paar handfesten praktischen Vorteilen. Dass die Kamera keinen Blitz hat, finde ich sowas von egal, weil so ein Tablet als Kamera zu benutzen, damit durch die Weltgeschichte laufen, finde ich nun wirklich ziemlich lächerlich. Das ist nun so eine Notfallgeschichte. Ich habe ein paar Videos mal hier auch für Technophil gedreht. Da war das ganz nett, weil das nicht damals noch keine HD-videofähige Kamera hatte, was das Prime kann und das TF300. Ja, also. So, kommen wir nochmal zum Gesamtfazit Asus Transformer Prime und Asus TF300. Wie eben schon gesagt, meine Kaufempfehlung oder meine eigene Kaufentscheidung würde eher zu dem günstigen Modell mittlerweile gehen, da die Abstriche sehr geringfügig sind und es sogar ein paar Vorteile hat. Und dafür die 100 Euro ich mir dann gerne in was anderes investieren würde, vielleicht dann ins nächste Android-Handy. Mit beiden Geräten macht es Spaß, im Internet zu surfen, E-Mail zu lesen, Nachrichten zu gucken. Da kann ich zum Beispiel den G-Reader für RSS-Feeds empfehlen. Sehr schön auch auf Tablets angepasst. Ich bin so ein bisschen enttäuscht manchmal beim Prime, dass beim E-Mail, beim Webbrowsen, was eigentlich sehr flüssig läuft, wo eigentlich keine Ruckler zu sehen sind, auch dieses Pinch-to-Zoom super schön funktioniert. Was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, Doppeltap. Damit zoomt das Gerät automatisch auf eine vernünftige Größe für die Spalte, die ich gerade hier mir angucke an. Und wenn ich es nochmal mache, dann wieder zurück auf die Übersicht. Das macht richtig Spaß. Ein Punkt, der ganz toll ist, der auch bei beiden Geräten funktioniert, ist die Tastaturbedienung. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mit STRG F eine Suche auf der Seite anwerfen. Oder STRG T. Ein neues Tab aufmachen, STRG W wieder zumachen. Das sind die gleichen Tastatur-Shortcuts, wie es die auch auf dem PC beim Firefox zum Beispiel gibt. War ich total begeistert, als ich das eher zufällig rausgefunden habe. Auf technophil.de findet ihr noch komplette Tabelle mit allen diesen Shortcuts, die bekannt sind für das Transformer Prime und offensichtlich gelten alle auch für das TF300. Ich habe bisher keinen gefunden, der hier nicht funktioniert. Beim Standardbrowser gibt es da besonders viele von, mittlerweile auch beim Chrome-Browser, den ich zurzeit als Standardbrowser bei Android benutze. Und der noch ein paar, ja, ein bisschen schicker in manchen Sachen ist. Was mich so ein bisschen enttäuscht, ist es manchmal so kleine Macken gibt bei beiden Browsern oder bei allen drei Browsern. Ich habe auch den Dolphin HD installiert. Dieser hier friert manchmal so kurzfristig ein, dass er einfach eine Zeit lang keine Reaktion mehr zeigt. Mag vielleicht an Flash-Inhalten liegen. Habe ich noch nicht ausprobiert, ob jetzt Flash zu deinstallieren dann eine Besserung bringen würde. Passiert auch sehr selten, sodass es schwierig nachzutesten ist. Der Chrome-Browser dagegen hat das Problem, dass wenn man ihn in den Hintergrund geschickt hat, also was anderes zwischendurch gemacht hat, später nochmal nach vorne holt, dass dann oft die Seite komplett weiß einfach ist und man nur durch einen Neustart des Chrome-Browsers die Seiten wieder richtig sieht. Netterweise speichern die ja immer genau ab, was sie gerade an Seiten offen haben, sodass man, wenn man den jetzt hier auch bei dem Startup-Browser irgendwas anderes tut, sei es auf den Hauptbildschirm nur geht oder irgendwas noch macht und die wieder startet, er kommt immer wieder mit den Tabs hoch und in dem gleichen Zustand, wie er zuletzt war. So gesehen, also eigentlich schon sehr komfortables Browsen. Es gibt manchmal so kleine Macken,
Muss aber nicht bei jedem so sein. Es kann sein, dass es auch in irgendwelchen Apps liegt, die ich installiert habe. Ich habe mittlerweile schon eine ganze Menge Spielereien da drauf. Allgemein nochmal zu beiden Geräten. Android wird immer vorgeworfen, dass es recht schlecht auf Tablet-Displays angepasst ist, dass es vor allen Dingen eine sehr geringe Auswahl an Tablet-Apps gibt. Das hat sich mittlerweile, finde ich, schon recht deutlich geändert. Wenn man mal in den Play Store, wie der Google Market mittlerweile heißt, reingeht, dann sieht man auf einem Tablet direkt hier oben rechts diese Auswahl, unsere Auswahl für Tablets. Na, das Bildchen dazu kommt bestimmt noch. Da ist der Andy. Wenn wir da mal reingehen, kriegt man halt eine ganze Reihe Sachen, die jetzt von Google speziell empfohlen werden, speziell für Tablets. Eine Menge Spiele dabei, aber auch anderes Zeugs. Und selbst Applikationen, die gar nicht für den großen Bildschirm eines Tablets gemacht sind, sondern eher auf ein Handy ausgelegt sind, kann man noch relativ gut benutzen. Ein Negativbeispiel, was ich jetzt hier für diesen Test gerade nochmal, wo ich mit zu tun hatte, ist AnTuTu. Da sieht man, das ist genau das Layout, was auch auf einem, ich mache mal hier die IPS Plus an, dass das Flackern weggeht, was auch auf einem Telefon benutzt würde. Na. Oh, oh, ja, und AnTuTu stürzt gerne mal ab. Aber wie gesagt, was will man eigentlich mit Benchmarks, außer jetzt zwei so ähnliche Geräte mal miteinander zu vergleichen. Da sieht man schon diese Bildschirmaufteilung, dass hier links die Tabellentexte, da rechts die Werte dazu, die kann man kaum noch miteinander zuordnen. Das ist für ein aufrechtstehendes, kleines Handy-Tablet gemacht. Aber es tut trotzdem hier. Und es gibt immer noch die Auswahl, hier unten zwei verschiedene Darstellungsmodi. Einfach der normale Standardmodus ist, Android stellt dem Tablet, der App, so viel Platz da, wie halt da ist. Das ist die komplette Auflösung. Gut programmierte Apps sollten die nutzen, vielleicht nicht so geschickt, aber auch hier, der nutzt ja den Platz schon aus, also da kommt damit zurecht. Aber wenn sie gar nicht damit zurechtkommen, kann man auch auf so einen Zoom-Modus umschalten. Dann hat man halt die gleiche Darstellung wie auf einem kleinen Handy-Display. Jetzt muss man halt hier natürlich wild rumscrollen. Das Handy-Display hätte man normalerweise ja auch eher selten quer, dafür ist die App offensichtlich auch nicht genau ausgelegt. Notfalls kann man sich damit behelfen, aber das habe ich bisher noch nie nutzen müssen. Ich habe zum Beispiel ein Spiel, eins meiner Lieblingsspiele, Tower Raiders. Das ist ein Tower Defense Spiel. Manche weiß nicht, ob ihr dieses Genre vielleicht kennt. Das ist offensichtlich nicht auf das große Display wirklich ausgelegt. Hier das Menü wirkt so ein bisschen verloren, auch hier diese Darstellungen. Wenn man aber jetzt in so einen, hier in das Bildschirm, in das Spiel wirklich reingeht, man hat hier so eine Karte, in der man dann hin und her scrollen kann und zoomen kann. Das tut es wiederum super. Da ist das Spiel immerhin geschickt genug programmiert, um jetzt den Platz, der da ist, einfach komplett auszunutzen. Bisschen ein kriegerisches Spiel, eigentlich nicht mein Ding, aber so dieses Strategiedenken bei Tower Defense Games macht mir irgendwie doch Spaß. Fazit, nochmal, beides tolle Geräte. Beide so durchaus ihre Berechtigung, zumindest solange es das Infinity noch nicht gibt. Ich würde im Moment zu der günstigeren Variante greifen. Beide machen Spaß, vor allen Dingen zum Surfen. Ein vollwertiger Ersatz für ein Netbook, auch wenn sie vom Format her sehr ähnlich aussehen, mit der Tastatur dran, sind sie nicht, weil Android dann doch eine Menge Begrenzungen hat gegenüber einem Windows-Betriebssystem zum Beispiel. Druckertreiber gibt es zum Beispiel nicht und ich habe es selbst mit speziellen Apps wie Printbot bisher noch nicht geschafft, auf unserem Netzwerk Canon-Drucker meine Seite auszudrucken. Ziemlich nervig sowas. Oder auch Zugriff auf Netzwerklaufwerke können bestimmte Dateimanager durchaus hinkriegen, aber das System selber kennt es nicht. Wenn dann zum Beispiel in der Galerie man dann sich ein Foto anguckt, was vom Netzwerk kommt, kann man nicht zwischen den Fotos hin und her wischen, so wie das sonst hier üblich wäre. Galerie-App ist übrigens auch ganz nett, ist jetzt in Ice Cream Sandwich auch schon bei Honeycomb, bei der Tablet-Vorgängerversion, so gut, dass ich da keine Alternative mehr installieren muss. Auf dem Handy habe ich dann immer Quickpick genommen. Nur wenn ich jetzt hier das erste Bild mir vom Netzwerk geholt hätte, was durchaus geht mit dem entsprechenden Dateimanager, dann könnte ich nicht hin und her browsen. Super nervig sowas. Das ist schade. Da denke ich mal, fehlen Android noch so ein, zwei Major-Versionen, bis das in die Richtung hinkommt. Das wird sehr spannend zu sehen sein, wenn Ende dieses Jahres Windows 8 mit einem Tablet-Interface, diesem Metro-Interface,
auf den Markt kommt, wie dann der Konkurrenzkampf zwischen Android und Windows 8 ausgehen wird. Ich befürchte, da kriegt Android ganz schön Gegenwind. Trotzdem nochmal, zurzeit denke ich, beides mit die besten Tablets, die man auf dem Markt kriegt, insbesondere wenn man Interesse an dieser Tastatur hat, die an sich wirklich hervorragend ist, die ich sehr gerne benutze. Uneingeschränkte Kaufempfehlung. Ha, und ganz zum Schluss noch eine Kleinigkeit, wo der TF300 tatsächlich verbessert wurde gegenüber dem Prime. Man liest das in Foren schon mal. Diese eine Taste hier, diese mit dem kleinen Pfeil hoch, die man sehr selten nutzt, die schmatzt so ein wenig beim Prime. Hört ihr das? Dagegen die anderen Tasten sind viel leiser. Die hier, wenn man sie loslässt, da klackt es so ein bisschen. Das haben sie hier behoben. Die klingt genauso wie alle anderen Tasten, satt und ordentlich. Ansonsten bei beiden Geräten eine sehr gute Tastatur. Für die Größe ist natürlich kleiner als eine richtige Tastatur zum schnell und viel Schreiben. Nicht perfekt geeignet, aber für die Größe eine genial gute Tastatur. Ich habe noch keine bessere Tastatur in diesem Format unter meinen Fingern gehabt. So, jetzt genug hin und her gelabert. Ich habe den Vergleichstest zwischen den beiden Geräten schon ganz schön ausgedehnt zum Rundumschlag. Wie gut ist das Prime und was hat Android für Einschränkungen? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und war nicht zu lang. Klaus von technophil.de, schaut bitte auf meiner Seite vorbei. Ihr könnt auch gerne meinen Channel bei YouTube abonnieren. Die Seite hat auch einen RSS-Feed. Da gibt es immer viel Neuigkeiten. Ich habe lange Zeit die Versorgungslage für das Transformer Prime dort getrackt und euch immer Hinweise gegeben, wenn es das irgendwann nochmal verfügbar war. Langsam wird das überflüssig, weil es zumindest das 32 GB Modell jetzt in sehr vielen Shops zu bekommen gibt. Aber es gibt immer wieder Aktuelles auf der Seite. Deshalb schaut gerne mal vorbei. Ich freue mich auf euren Besuch, eure Kommentare, Rückmeldungen. Klaus von technophil. Bis dann. Ciao.